Jetzt Reinhold Lobatka, der Clubchef der ÖVP. Herr Bundeskanzler, Hohes Haus, Herr Präsident, die Frau Präsidentin hat uns verlassen. Wie geht man mit einem Partner um, der sich nicht an gemeinsam erarbeitete Regeln hält? Ich spreche von Tsipras. Vor dieser unbequemen Frage stehen wir, seit Tsipras an der Spitze der griechischen Regierung steht. Meine Damen und Herren, ein Partner, der offenkundig vom Konflikt lebt und nicht vom Kompromiss und der damit etwas, was Europa bisher ausgezeichnet hat und dieses durchaus erfolgreiche europäische Modell des geduldigen Verhandelns, oft auch des schwierigen Verhandelns, aber des Austarierens gegenseitiger Interessen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, jetzt fundamental in Frage stellt. Und wir haben tatsächlich mit Griechenland eine Herausforderung, die Europa bisher noch nicht hatte. Tsipras war ja auf den ersten Blick durchaus ein sympathischer Mann. Er ist mit Vorschusslorbeern begrüßt worden. Er ist von der Linken in Europa eigentlich gefeiert worden. Aber eigentlich hat niemand in so kurzer Zeit so viel Vertrauen so nachhaltig zerstört, wie es Tsipras hier gelungen ist. Und Sie haben recht, von Peter Pilz bis auch zu unserem Bundeskanzler hat es durchaus Zuspruch gegeben. Am 27. Jänner dieses Jahres, also ein halbes Jahr ist es her, hat Bundeskanzler Faymann gemeint, wir, die SPÖ, teilen mit Syriza, das ist ja dieses Wahlbündnis von Tsipras, auch die Position, dass Privatisierungen der falsche Weg sind. Auch beim Kampf gegen Steuerbetrug und für Steuern auf große Vermögen haben wir inhaltliche Überschneidungen. Jetzt, ein halbes Jahr später, was ist die Bilanz von Tsipras? Was hat er umgesetzt? Was hat dieses Bündnis von Maoisten, Trotzkisten und Kommunisten umgesetzt? Ja, was ist geschehen in Griechenland? Wissen Sie, was geschehen ist? Eines ist passiert. Im Dezember hatten wir noch eine Prognose von einem Wirtschaftswachstum. Ja, Kollege Greiner, vielleicht stört Sie das, wenn das hier angesprochen wird. Ein Wirtschaftswachstum war Griechenland prognostiziert, bevor diese Regierung gekommen ist, von 2,4%. Was haben wir jetzt? Nichts haben wir. Alles vernichtet. Meine Damen und Herren, was ist die Aufgabe eines Regierungschefs? Die Aufgabe eines Regierungschefs ist es, Lösungen zu bringen. Lösungen zu bringen für das Volk, wo er der Regierung vorsteht. Ein Regierungschef ist da, nicht Freund und Feind zu verwirren. Das ist nicht seine Aufgabe. Aber das zeichnet Tsipras aus. Eine Sprunghaftigkeit, eine Unberechenbarkeit. Vielleicht ist es Inkompetenz. Ich weiß es nicht. Ganz klar ist, dass sich mittlerweile das Klima in Europa seitens der Sozialdemokraten anders darstellt, als jetzt von Kollegen Greiner angesprochen. Tsipras ist unberechenbar und manipuliert die Menschen in Griechenland. Das hat fast demagogische Züge. Schulz sagt das, der Präsident des Europäischen Parlaments. Sigmar Gabriel meint, Verhandlungen sind jetzt kaum noch vorstellbar. Tsipras hat die letzten Brücken eingerissen. Vorsitzender der SPD und Kollege Greiner, ich hoffe, dass auch bei Ihnen der Altkanzler Franz Franitzky so geschätzt wird wie bei vielen in der Sozialdemokratie. Er nach wie vor hohes Ansehen genießt. Wissen Sie, was er vor wenigen Tagen gesagt hat? Ich möchte in historisch dramatischen Zeiten, er hat recht, niemanden an den Pranger stellen. Aber die griechische Regierung hat ein sehr selbstgebasteltes Verständnis von internationalen Verhandlungsvorgängen. Einer sieht es anders. Er hat es heute auch wieder gesagt. Unser Bundeskanzler, den er Tsipras als seinen neuen Freund sieht. Was hat der Bundeskanzler gestern im Morgenjournal gesagt? Was hat er gestern im Morgenjournal gesagt? Sie können es sofort nachhören. Es ist noch
auf ORF abrufbar. Bundeskanzler Faymann hat gemeint, man könne für die Missstände in Griechenland nicht diese Regierung Tsipras verantwortlich machen. Es sind Lasten der Vorgängerregierungen. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, man kann das sehr wohl. Nach einem halben Jahr Regierung Tsipras erwarte ich mir, dass etwas eingeleitet wird von dieser Regierung, das in die richtige Richtung geht. Europa braucht in allen Ländern aktive und reformfreudige Regierungschefs und nicht Zöderer und Zauderer. Und Tsipras ist ein solcher. Nichts ist in Griechenland in die richtige Richtung bisher gegangen. Aber schon gar nichts, sage ich Ihnen. Wer wie ein Partner behandelt werden will, letztklassig ist, wenn man sich nicht wie ein Partner benimmt. Schauen Sie sich an, was die Sozialdemokraten europaweit von Tsipras halten. Ich habe Ihnen gerade vorher auch Ihren Altkanzler Franitzky zitiert. Nehmen Sie erfahrene Politiker ernst, sage ich Ihnen, gerade aus Ihrer Parteienfamilie europaweit. Wer wie ein Partner behandelt werden will, muss sich auch wie ein Partner verhalten. Das sage ich Ihnen. Der muss Grundregeln ernst nehmen und darf nicht immer nur für Unterhaltung sorgen. Denken Sie nur auch an den Abgang des Finanzministers in Griechenland. Unterhaltung ist zu wenig in einer solchen ernsten Situation. Da gebe ich dem Bundeskanzler recht, als das vorher angesprochen hat. Da geht es nicht darum, irgendetwas zu finden, wo man vielleicht darüber lachen kann. Ich sage es Ihnen, Demokratie heißt, für Regierungschefs Verantwortung zu übernehmen. Und man kann, wenn es schwierig wird, diese Verantwortung nicht an den Nagel einer Volksabstimmung hängen. Das sage ich Ihnen auch. Und es ist ein Missbrauch, wenn ich über etwas abstimmen lasse, was zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr möglich war. Sie wissen es. Tsipras hat über ein Programm abstimmen lassen, das es gar nicht mehr gegeben hat. Und ich weiß schon, dass Radikale immer wieder versuchen, mit Volksabstimmungen hier demokratische Entscheidungsprozesse in repräsentativen Demokratien auch auszuhebeln. Aber ich sage es Ihnen, dieses wichtige Instrument einer Demokratie kann auch missbraucht werden. Auch Volksabstimmungen können missbraucht werden. Was hat Griechenland von dieser Abstimmung vom letzten Sonntag? Na, was hat Griechenland gewonnen mit dieser Abstimmung? Nichts, sage ich Ihnen. Griechenland hat ein Vertrauen verloren, von Tsipras angezettelt. Ja, wir müssen solidarisch sein, sonst geht dieses Projekt Europäische Union zugrunde. Aber solidarisch sein darf kein Freibrief sein, sage ich Ihnen. Kein Freibrief sein, denn Europa ist kein Selbstbedienungsladen. Was sollen sich jene Regierungen in Irland, in Spanien, in Portugal, in den baltischen Staaten denken, die Sanierungsprogramme umgesetzt haben, wenn das jetzt für Griechenland nicht gelten soll? Und wir müssen schon mit einem Mythos aufräumen, dass die Europäische Union bisher von den Griechen nur Sparmaßnahmen gefordert hat. Sie wissen es, 50 Milliarden Euro hat man den Griechen erlassen, ein beachtlicher Schuldenschnitt. Man darf nicht so tun, dass wir den Griechen nicht die Zinsen erstreckt hätten, dass nicht die Zahlungsfristen verlängert worden wären. All das ist passiert. Niemand will die Griechen aus der Eurozone vertreiben. Nur die Griechen müssen ihre Hausaufgaben erfüllen. Und das können nicht wir hier machen. Das sage ich Ihnen schon. Und die Regierung Tsipras betreibt ein teuflisches Spiel. Die Menschen in Griechenland haben ja auch das Vertrauen verloren. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber rund die Hälfte der griechischen Spareinlagen ist in den letzten Monaten von den Griechen und Griechinnen außer Landes transferiert worden. Wenn das kein Misstrauensvotum dieser Regierung gegenüber ist,
Und warum hat Tsipras nicht begonnen, das zu machen, was ihm empfohlen worden ist? Zum Beispiel von Lagarde die Liste abzuarbeiten, um mit der Schweiz Verhandlungen zu führen, um hier an Geld heranzukommen. Wer hat das Tsipras verboten im letzten halben Jahr, hier mit der Schweiz solche Verhandlungen aufzunehmen? Wer hat Tsipras gehindert, die exorbitant hohen Militärausgaben in Griechenland herunterzusetzen? Na, wer hat ihn daran gehindert? Wir nicht, sage ich Ihnen. Oder das Subventionssystem in Griechenland zu ändern. Oder sinnvolle Privatisierungen zu machen. Wir wollen die Griechen nicht fallen lassen. Aber Tsipras darf sein eigenes Volk auch nicht in Geiselhaft nehmen. Das sage ich Ihnen auch. Daher zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass die Regierungschefs in Europa kühlen Kopf bewahren. Und ich hoffe, dass Österreich auf der richtigen Seite steht. Selbst, ich sag's Ihnen, Kollege Kogler, lassen Sie mich zum Schluss kommen, was ich mit richtiger Seite meine. In Frankreich ist letzte Woche eine Meinungsumfrage gemacht worden. Die hat ergeben, dass 24% der Franzosen ihren Staatspräsidenten vertrauen, wenn es um die Lösung der Krise zwischen Griechenland und der Europäischen Union geht. 44% der Franzosen vertrauen in dieser Umfrage Angela Merkel. Sie vertrauen Angela Merkel mehr als ihrem eigenen Mann an der Spitze. Auch ich persönlich vertraue Angela Merkel. Ich vertraue hier Angela Merkel und den skandinavischen Regierungschefs, dass sie hier das Richtige machen. Und ich ersuche Sie, Herr Bundeskanzler, hier auf der richtigen Seite zu stehen, wenn die Regierungschefs diese zweifelsohne schwierige Entscheidung zu treffen haben, damit dieses Projekt Europäische Union eine gute Zukunft hat. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, wenngleich die Situation schwieriger ist als jemals zuvor. ÖVP-Klubobmann Lobatka fokussiert seine Kritik hauptsächlich auf die Person Tsipras, den griechischen Premier.